Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Campingfreunde. Ich bin immer noch auf dem Stand von Globe Traveler und jetzt zeige ich euch einen Schatz, wo ihr die Fahrräder unterbringen könnt, und zwar im Kastenwagen und mit einem ganz tollen System. Ich habe hier den Sascha, der wird mir das Fahrzeug vorführen. Jawohl, herzlich willkommen. Hallo. Da sind wir mal wieder. Ja, stell dich mal kurz vor, woher kommst du eigentlich? Also, Sascha Log ist der Name, vom Markhütte Reisemobile. Ja. Wir sitzen in Ostwestfalen-Lippe. Okay. Sind da Vertragshändler für Globe Traveler. Seit gut 7 Jahren sind wir jetzt dabei. Okay. Und stellen hier unsere 4 Fahrzeuge, die wir aktuell dabei haben von Markhütte, stellen wir hier aus. Mhm. Und deswegen würde ich hier einfach gerne mal jetzt unseren Explorer Z2 vorstellen. Also ich sehe, das ist ein Allradfahrzeug. So, da sehe ich es. Genau. Ja, da kommen wir der Sache schon näher. Also bei Markhütte, wir sind ein traditionelles Autohaus, haben ja auch den Peugeot-Vertrag. Aus diesem Grund konnten wir Peugeot-Chassis bestellen. Ah, ja. Wir sind also auch Dongel-Vertragshändler. Okay. Das heißt, wir schicken die Chassis dann zu Dongel. Es wird im Vorfeld zum Allrad umgebaut. Okay. Und dann geht es zu Globe Traveler. Die machen dann wiederum den Aufbau und machen daraus den wunderschönen Kastenwagen. Ihr habt deshalb auch ein paar mehr Fahrzeuge, ne? So sieht's aus. Genau. Alles klar. Ja? Ja, hier wollen wir dir jetzt einmal den Bike vorstellen. Ja, ich sehe gerade, ihr habt ja eine ganz normale Tedford-Kassette, aber mit Soganlage. Richtig. Wir haben hier eigentlich eine gute Ausstattung immer drin. Soganlage ist drin. Wir nutzen grundsätzlich die Dieselheizung. Ja. Es gibt natürlich ab Werk auch Gas, aber wir sind voll überzeugt von der Dieselheizung. Ja. Deswegen nehmen wir immer Diesel. Ja. Wir haben einen Außenduschanschluss hier wieder. Auch wieder warm-kalt regulierbar. Auf der anderen Fahrzeugseite haben wir dann nochmal einen Außengasanschluss auch nochmal. Ja. Und hier kommen wir jetzt zu unserer großen Garage. Sehr gut. Weil wir hier in diesem Fall nochmal die ausziehbaren Fahrradschlitten haben, wo wir jetzt 2 Fahrräder drauf verstauen. Ja. Wie lang dürfen die Fahrräder sein hier? 2,3 Meter etwa. Ja, das reicht völlig von aus. Von Vorderkante Rad, Hinterkante Rad. Ja, ja, ja. Da passen auch MTBs rein, EMTBs, die ja ein bisschen länger sind. Genau. Ja. Bei der Höhe muss man immer ein bisschen aufpassen. Meistens haben wir ja aber auch eine Federgabel, die wir wieder runterschrauben können. Ja. Was für eine Höhe haben wir hier denn nachher? 1,15 Meter haben wir hier genau. 1,15 Meter, okay. Ja. Ja. Das wird teilweise ein bisschen knapp. So ist es. Aber da lässt sich, denke ich mal, noch einiges machen. Aber wir haben trotzdem die Möglichkeit erstmal hier 2. Ja. Sicherlich ist das mit ein paar Umbaumaßnahmen. Ich werde das Fahrrad, was auf der Außenschiene ist, muss ich sicherlich den Lenker drehen, ja, weil ich ansonsten hier überhaupt nicht reinkomme. Ist klar. Aber wir haben versucht, den bestmöglichen Platz zu nutzen, so gering zu halten wie möglich, aber trotzdem die Möglichkeit zu haben für 2 Fahrräder. Ja. Wir haben aber wir haben schon viele andere Sachen auch noch ausprobiert. Das heißt, wir könnten den weglassen oder zumindest nur wegklappen. Wir kriegen hier gut, weil da vorne ist ja einmal eine Tür, eine Durchgangstür. Ja. Wir kriegen hier 2 Surfbretter auch rein. Okay. Wir haben reichlich Platz für ein aufblasbares Sub. Okay. Wir haben hier also wirklich, wir hatten einen Paraglider gehabt. Ne, der bekommt auch seine komplette Schirmausrüstung, alles hier mit rein. Also von daher haben wir hier in diesem Fahrzeug jetzt eine riesengroße Garage. Und hier kannst du den Rest noch verstauen? Genau. Wenn du Tische, Stühle noch mitnehmen willst. Ich messe das mal hier gerade aus, das wird einigen noch interessieren. Direkt hier drunter, die Höhe, wenn einer so seine Fahrräder reinstellen müssen, das sind die 1,18 Meter, ne? Mhm. Direkt die Höhe. Also wenn es hier drauf steht, ist es natürlich nicht ganz so hoch. Ne? Genau. Ja, dann haben wir hier hier wieder die Technik. Die Gasflasche, das heißt, denke ich genau, mal. Genau, ne? Wir haben eine Gasflasche, die brauchen wir ja dementsprechend wieder nur zum Kochen. Die 11 Kilo sollten dann gut für ein Jahr ausreichen. Wir haben auch immer den Monocontrol mit drin. Ja, das macht Sinn. Dann haben wir hier oben die Elektrik wieder. Ja, mit dem Hauptschalter. Sicherungen, Hauptschalter, ne, Solarregler. Daneben haben wir jetzt die Batterie. In diesem Fall haben wir jetzt die 200 Amperestunden Batterie, Lithium, weil wir hier auch die 200 Watt Solaranlage auf dem Dach haben. Okay, das passt natürlich super. Ja. Und wieder, wie gesagt, unsere Dieselheizung. Ja. Schön oben untergebracht. Mit dem Boiler. Ja. Unten beim Frostwächter haben wir auch noch ein bisschen Platz für ein bisschen Stauraum, für Werkzeug und ähnliches. Genau. Die heizt den Heckraum hier auch nochmal auf. Richtig. Die Heizung ist ja, wir haben keine Direktheizung, aber Wärmeableitung. Genau. Ja, da vorne sehen wir auch wieder unseren 16 cm Aufbauboden. Ja. Da gehen wir ja nach vorne mit unserem doppelten Boden wieder in den Bereich. Das heißt, im Garagenbereich nutzen wir den nicht, weil wir wollen ja möglichst viel Platz haben. Wir brauchen Stauraum.
Nach vorne haben wir den doppelten Boden, um da voll wintertauglich zu sein, wie wir es ja schon in anderen Videos erwähnt haben, wo dann Grauwasser, Frischwasser und Ähnliches dann drin sind. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir vorne reinkommen jetzt. Ja, da schauen wir doch mal. Hier haben wir nochmal deinen Gasanschluss für außen. So, wir können ja mal schon mal zum Preis luschen. Dieses Fahrzeug hier auf der Messe hat einen Gesamtpreis von 108.310 Euro, wie ich sehe. Genau. Der Dongel Allradumbau liegt alleine schon bei 15.500 Euro. Plus nochmal die ganzen Abnahmen, weil er muss dann nachträglich als per Einzelabnahme zum Wohnmobil umgeschrieben werden. Ja. Das liegt auch schon etwas über 2.000 Euro. Ja, gut. Das macht natürlich dann die Gesamtsumme dann halt dementsprechend aus. Aber dann habe ich wirklich auch einen vollwertigen Allrad mit mechanischer Hinterachse. Wir haben also zuschaltbare Allrad auf der Hinterachse über eine Visco-Kupplung und dann nochmal mit einer 100% Sperre. Super. Ja, jetzt ist gerade frei geworden. Dann gehen wir mal hinein. Genau, dann schauen wir mal. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, den Z-Grundriss. Ja. Der Z-Grundriss bedeutet, dass wir zwei Längsbetten haben hinten drin. Ja, wir können jetzt sehr, sehr bequem schlafen. Genau. Wir haben, trotz dass wir jetzt die große Fahrradgarage unten drunter haben, noch ausreichend Platz hinten. Ja. Ich kann also tatsächlich noch auf dem Bett auch sitzen. Wie groß bist du jetzt? Ich bin 1,86. Ah ja, das ist doch super. Und kann, es ist knapp, aber ich kann trotzdem noch aufrecht sitzen. 1,86 genau. Ist das super, ja. Na? Das Bett ist natürlich dann ja auch verlängerbar. Wenn ich das Brett rausziehe und mein großes Kissen nehme, dann habe ich hier ein großes Bett. Wir haben nämlich ansonsten 75 pro Seite, dann nochmal verbunden mit der 30 in der Mitte. Ja. Dann sind wir ja bei gute 1,82 etwa. Ja, genau. Als Liegefläche in der Breite. Fast querschlafen. Wenn das Auto ein bisschen ungünstig steht, haben wir nämlich auch schon mal gemacht, dann kann man querschlafen so ein bisschen. Ja. Ne? Ja. Ansonsten haben wir 1,97 Meter Liegefläche auf der Beifahrerseite. Und hier auf der Fahrerseite haben wir, in diesem Fall sind es 1,93, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, was bei euch so ein bisschen anders ist mit den Fenstern, die sind so ein bisschen tiefer. Ja, leider geht es nicht anders, weil der Aufbau von dem Chassis, also das heißt der Rohkastenwagen, hat natürlich hier seine Verstärkungsstreben drin. Ja. Man könnte das Fenster jetzt hier oben reinsetzen. Ja. Aber dann müssten wir die Schränke weglassen. Okay. Deswegen hat man sich dafür entschieden, wir setzen die kleinen Fenster, die sind ja auch deutlich kleiner als wie beim Normalvariante, setzen wir die kleineren Fenster hier unten, sodass er zumindest von da eine Querbelüftung bzw. nach oben eine Schrägbelüftung kann. Genau, da hat man so eine Sogwirkung und dann geht es direkt nach oben raus. Für einen Ernstfall haben wir natürlich jetzt auch wieder über deinen Kopf den Max-Fan. Ja, super Sache, kann ich nur empfehlen. Ist der standardmäßig verbaut bei euch? Standardmäßig nicht, aber wir nehmen es also... Bei der Qualität, die wir hier bieten bei den Fahrzeugen, nehmen wir als Marke der Reisemobile, nehmen wir immer solche Sachen mit rein, weil die einfach Sinn machen. Okay. Gesagt, also unsere Philosophie ist, Dieselheizung macht einfach mehr Sinn, Max-Fan macht Sinn, Solaranlage, das sind so Sachen, die wir immer schon direkt mit reinnehmen. Also ich weiß ja von anderen Händlern, also zu 90% wird da immer einer mitbestellt. Ja. Ist einfach Wir haben auch hier dann wieder natürlich Staubbereiche. Hier ist ein kleines Fach, ein Schuhfach nennt sich das. Da habe ich den Durchgang auch zu der Garage nochmal hin. Ich sehe es jetzt, man kann da durchluschen. Und hier haben wir natürlich nochmal einen großen Hängeschrank. Ja, sehr gut. Der ist so ein bisschen versteckt, aber da bekomme ich wirklich noch reichlich untergebracht. Der geht dann auch wieder bis unten auf den Grundboden, sodass ich da auch nochmal wirklich die Hängemöglichkeit dann auch habe. Ja. Und hier haben wir dann noch einen Schrank. Ja, das ist ja wieder der Durchgang in die Garage. Ah ja, das ist der Durchgang zur Garage, genau. Jawohl. Super. So. Ja, dann sind wir schon im Küchenbereich. Hier haben wir den schönen Dometic-Kühlschrank, den man beidseitig öffnen kann. Dann kann man vom Schlafbereich auch kurz rübergreifen und sich ein Kaltgetränk entnehmen im Sommer. Ja, eine schöne Ablage, finde ich super. Da kann man gut schnibbeln. Schnibbeln, Kaffeemaschine raufstellen, hat da einen separaten Platz. Also bei mir steht sie hier immer in dem Bereich und ich rücke immer hin und her. Und da hätte sie keinen störenden Platz halt. Genau, ideal. Wir sind auch direkt an der Steckdose. Genau. Steckdose ist auch ein schönes Thema. Wir haben grundsätzlich immer 4 Steckdosen im Fahrzeug drin. Ja. Wir haben also immer im Bettbereich, Küchenbereich, Dinette und Bad. Ja. Haben wir jeweils immer eine. Wir nehmen nochmal zusätzlich in der Garage auch die 230 Volt. Genau. Erachten wir als sehr sinnvoll und kann man E-Bikes laden. Vom Makro aus machen wir das immer in der Richtung. Wir haben Heizungsanlage, das heißt also Bedienung versuchen wir alles hier unterzubringen, bis auf das Hauptpanel. Hauptpanel befindet sich immer oben über der Schiebetür, dass man schnell drankommt, wenn man reinkommt. Ja. Und dann sehe ich gerade von Electron Energy
Genau, das ist für die Solaranlage. Für die Solaranlage. Und ansonsten haben wir jetzt hier auch das neue Panel verbaut in den 23er Modellen jetzt. Genau. Könnt ihr hier die Füllstände sehen. Ja. Schön ist hier, man kann jetzt nicht wie sonst immer nur, dass man die Spannungsabfrage machen kann, sondern auch hier, was habe ich für eine prozentuale Kapazität. Genau. Er zeigt mir jetzt nichts an, weil wir an Ladestrom dran sind. Ja. Ne? Aber ansonsten, wie würde hier, wie bei dem Chassis jetzt sagen, 100%. 100%, genau. Okay. Ne? Das Chassis wird also ja ganz normal. Den tatsächlichen Füllstand halt. So ist es. Ja. Gut, hier drüber haben wir noch Schränke. Zwei Schränke. Ja. Relativ Gewürzfach. Ja. Gewürzfach. Aber dadurch hat man hier oben richtig viel Raum. Bei manchen hängt das so weit vor, dass man fast gar nicht kochen kann. Ja. Also das ist hier sehr schön gelöst. Hier habt ihr den typischen Zweiflämmer und einen etwas größere Abwäsche. Ja, Schubfächer, Besteckkasten. Und hier kann man auch der Durchreichschrank. Durchreiche nach außen, genau. Dann könnt ihr das von außen, ich zeige euch das mal kurz, könnt ihr da auch noch mal ran. Könnt ihr dann von außen die dreckigen Tassen, die ich hier immer oben abstelle und da stehen bleiben, ich könnte da einfach verschwinden lassen auf der Stelle. Ne? Genau. Ja, hier haben wir in diesem Fall, bei dem Fahrzeug haben wir ja die Doppelbank, traditionell. Ja. Wir haben den Frischwassertank da drunter. Hier haben wir 100 Liter Frischwasser. Ja. Und 90 Liter Grauwasser. Okay. Beides, wie gesagt, im doppelten Boden verstaut, wo wir dann voll frostsicher sind und zu 100% wittertauglich. Genau. Auch in diesem Fahrzeug wieder der Bodentank für den Tisch. Ja. Wir haben im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen haben wir jetzt einen längeren Tisch hier drin, in diesem, weil wir einen Zweisitzer haben, genau. Eine Zweisitzerbank. Dementsprechend groß ist auch das Bodenstauffach. Hier passt also ein bisschen mehr rein. Wir haben hier wieder dann die Stofftasche, wo der Tisch drin verschwinden kann, sodass er nicht zerkratzt wird. Und ansonsten passen da gute 5 oder 6 Paar Schuhe sogar noch rein. Genau, dann zeige ich euch nochmal die USB-Steckdosen. Die sind praktischerweise an der Seite untergebracht, sodass wir direkt prima einstecken könnt und wenn da jetzt, oben so rumfummeln müsst. Genau, wenn du jetzt noch nach links schwenkst, dann siehst du da hinten auch nochmal die 230 Volt Steckdosen. Genau, super. Für einen Laptop auch zum Beispiel. Auch ein bisschen versteckt, sodass man halt nicht immer so die 230 Volt offen hat, aber man kommt trotzdem sehr gut ran. Nee, da kommt man wirklich gut ran, ja. So, dann haben wir natürlich hier nochmal das Badezimmer. Ja. Wir haben eine Nasszellenlösung in diesem Fall mit 2 Trennwänden. Die eine Trennwand schotte ich einmal die Schrankwand ab. Ja. Und mit der zweiten mache ich dann nach vorne halt dementsprechend zu. Achso, der Spiegel, genau. Nee, doch, das, die Tür. Das ist für die Tür. Doch, ne? Die Tür, ne? Das wäre jetzt die Tür dann. Okay. Genau. Super, obwohl diese Tür doch auch. Theoretisch könnte man auch die Tür zumachen. Könnte das ab, ne? Genau, ja. Aber wenn ich die offen lasse und nur das zumache, habe ich ein bisschen mehr Lüftung halt. Ah, das natürlich, dann zieht es hier oben gleich raus. Genau. Genau. Ne? Das ist natürlich auch eine super Lösung. Und vor allen Dingen, dann kann ich die wegklappen. Ja. Und mir tropft das Wasser nicht hier rein. Ja. Wenn ich die habe und ich habe die nass, mache sie auf, dann tropft mir das Wasser in den Innenraum. Das stimmt. Sehr gut. Und dann habt ihr da oben wieder eine Kleiderstange. Ja, die haben wir natürlich immer drin. Wo ihr Klamotten dann zum Lüften reinhängen könnt. Ja. Ja. Hinten drin haben wir ein paar Staufächer. Ja, die sind in diesem Modell auch recht großzügig. Da haben wir auch die Steckdose dann dementsprechend nochmal mit drin. Ja. Und da ist noch eine schöne Ablage, also ist auch recht großzügig. Ne? Ja, und hast ja schon gesagt, die Toiletten kann man sich aussuchen. Hier könnte auch eine Trockentrenntoilette rein. In diesem Fall haben wir wieder jetzt natürlich eine Nasstoilette mit Soganlage. Wir können jetzt aber wahlweise auch Toilette komplett weglassen, sodass der Kunde sich auf Wunsch seine eigene Trockentrennlösung einbauen kann. Okay, die ist ja schnell reingestellt. Genau. Oder ansonsten halt das neue Biotoy-Rührwerksystem, was wir haben, geht an der Stelle auch dann. Genau. Ja, tolle Lösung. Gefällt mir sehr gut. Ja, von der Verarbeitung her auch. Die legen ja höchsten Wert einmal auf die Maserungsthema. Mhm. Weil wenn du einmal durchschaust, das ist eine Platte. Das geht sogar die über geht Eck. Komplett rum. Ja. Genau. Ne, sie ist also wirklich in 3D komplett einmal ausgeschnitten worden und die Maserung geht in eins durch. Wahnsinn. Das heißt, es wird wirklich, die Globe Traveler ist ja eine Manufaktur, es wird in Handarbeit noch hergestellt. Ja.
Wir produzieren zurzeit etwa 200 Fahrzeuge im Jahr. Ja. Und auf genau solche Sachen wird einfach sehr viel Wert gelegt, dass ich nicht ein Mischmasch von verschiedenen Maserungen und sowas da drin habe. Genau. Man sieht es ja auch hier schon an der Verarbeitung. Erstmal ja. Dieser Rundbogen und dieses Gefräste alles, hier. Alles zu. Und dann das Versiegelte. Genau. Also schaut euch das mal an. Überall, es wird alle Kanten, vor allen Dingen auch unten rum, ne, falls ja. Ich mal wischen muss oder mir läuft auch mal was aus. Oh ja, man sieht es. Alles jetzt hier, wird hier genau. Mit Silikon abgedichtet. Wirklich jede Kante. Ja. Ne, weil sonst hat man ja oft gerne, dass mal Feuchtigkeit, ja, irgendwas. Das läuft einfach unter drunter. Das läuft ja, genau. Dann da drunter. Das kenne ich. Der Dreck, ne? Also ja. Einfach nur Staub, alles sammelt sich dann da drunter und irgendwann ist es ein bisschen usselig. Genau. Ja. Ja, Sascha. No. Ich sage recht herzlichen Dank für diese tolle Vorführung. Sehr gerne. Mit diesem tollen Fahrzeug. Also ich bin echt begeistert. Also immer wieder, ich bin ja mittlerweile schon das dritte Mal auf dem Stand und filme und bin immer echt begeistert. Ja, wir sind es auch jedes Mal. Wir sind ja schon öfters als dreimal da gewesen. Ja. Aber ja, ich wünsche weiterhin eine gute Messe hier. Herzlichen Dank und vielen Dank für deinen Besuch. Man sieht sich wieder. So ist es. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao.